Wir haben weder Münzen, damit wir beim Glücksrad spielen können, noch irgendwelche Karten. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich habe keine Karten. Es geht nur Flucht. Ich lasse mich jetzt einfach besiegen. Weglaufen bringt nichts. Das hier ist erst vorbei, wenn einer von uns umkippt. Und das wirst höchstwahrscheinlich du sein. Ja, das ist auch so. Ich brauche mich gar nicht mehr wehren. Wir haben 0 von 0 Karten. Heißt, wir brauchen das nächste Mal auf jeden Fall mehr Hämmer. Ohne die sind wir nämlich aufgeschmissen. Da wir ja nicht auf ihn drauf springen können. So, die letzte Flucht. Und sein letzter Angriff, denn danach sind wir am Ende. Game over. Ich konnte es leider nicht verhindern. Wir hatten kein Kartenglück beim Glücksrad und wir hatten einfach zu wenig Hämmer dabei. Es hat nicht sollen sein. Dafür sind wir jetzt eine Lektion reicher. Wir brauchen mehr Hämmer und das Ganze machen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal. Also bleibt dran. Hallo und willkommen zurück bei Paper Mario Color Splash. Wir sind stehen geblieben an der Bowser-Festung, die wir aber leider noch nicht schaffen können, denn wir haben zu wenig Karten. Das ist das große Problem daran. Heißt, und wir haben zu wenig Münzen. Heißt, wir brauchen jetzt erstmal Münzen und Karten. Wir probieren das mal. So, wir verkaufen erstmal. Die ganzen Schüchen brauchen wir ja nicht. Das gibt uns schon mal wieder Geld. Dafür kaufen wir jetzt Sachen. Was kaufen wir denn? Wir kaufen Hämmerchen, würde ich sagen. So, ab und zu auch mal ein paar Doppelhämmer. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Mal kurz speichern. Denn ich bin mir echt nicht sicher, ob das schon ausreicht. Wir versuchen es einfach. Wir wagen uns jetzt in den Kampf. Ich kann das leider nicht wegdrücken. Das ist das große Problem dabei. Ich hoffe, dass wir mit den Karten hinkommen. Werden wir jetzt gleich feststellen. Wir haben eigentlich bloß noch Bowser zu besiegen. Und danach haben wir es geschafft.
Glaube ich zumindest. So, schauen wir mal. Achso, wir können ja eh keine mehr aufnehmen. Außer ich werf noch was weg. Der hier kann wirklich weg. Hier haben wir noch ein paar Schuhe, die können auch weg. So, haben wir drei Platz. Dann nehmen wir die doch mit. Leben und Farbe. Was haben wir jetzt hier noch drin? Nochmal zwei. So, eigentlich kann das hier weg. Dafür nehmen wir die zwei hier mit. Speichern nochmal kurz. Und dann gehen wir ab zu Bowser. Und hoffen, dass wir ihn diesmal besiegen. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber wir werden es gleich rausfinden. Ja, ja. Das kennen wir ja alles. Komm schon, auf in den Kampf. Und hoffen, dass wir gewinnen. Fangen wir mal an. Erstmal damit. So, nochmal schön, dass wir schön viel Farbe von ihm kriegen. Jetzt kommen unsere Hämmer zum Einsatz. So, und noch mal einer. Ja, das tut ein bisschen weh. Ja, das war dumm. Wann kriegen wir denn eigentlich Fabian? Das könnte ja jetzt eigentlich mal Zeit werden. So, wieder ein bisschen Farbe entziehen. Ja, es hat nicht ganz gereicht. Aber dafür muss Bowser leiden. Oh, das tat weh.
So, warte mal, jetzt brauchen wir was Besseres. Fangen wir doch mal mit dem Spaß hier an. Dann ein bisschen Leben. Ja. Blocken sind wir heute nicht so gut. Jedes Mal diese komischen Dinger da. Schauen wir mal, was er dagegen hält. So, jetzt kriegt er nämlich noch zwei ab. Einmal und zweimal. Ah, da war nicht so gut. Aber wir stehen gut da. Bloß die Frage, wenn wir Fabian benutzen können. Okay, jetzt hat er drei. Erstmal Farbe auffüllen, das ist ganz wichtig. Ich hoffe, dass wir den Großen jetzt platt kriegen. Naja, sehr schön. Dauert kaum ewig, bis wir ihn K.O. haben. Starten wir mit dem hier. Der ist schon mal weg. Und gleich einen hinterher. Ja, zur Hälfte haben wir ihn schon mal. So, jetzt kommt die Farbe zurück. Jetzt kommt der spannende Moment. Fangen wir doch mit dem hier an. Und nochmal ein Stück. Ja, das ist schon einiges an Farbe. Ja. Wir sollten vielleicht noch ein Leben mitnehmen.